Variante. Da ist ja der Text. Da steht unten dann Damas. Das sind Dinge. Dingens. Ist wieder alles. Das sind so Grundkonzepte im Buddhismus und eins davon ist eben, dass man fünf Absichten, ich blende es wieder aus, fünf Absichten erklärt. Ja, als Laie. Relativ simpel. Ich habe versucht, die einzufügen. Vielleicht nachher beim Mitschnitt kann ich das dann noch einfügen. Jetzt für den Livestream habe ich es leider nicht geschafft. Und eins davon ist, ich glaube, der letzte ist sogar, ich nehme mir vor, ne, also fünf Absichten sind Erklärungen, Absichten. Ne? Also nicht, wenn man das nicht macht, dann kommt man in die Hölle oder so ein Quatsch. Das sind Sachen, die man selber öffentlich dann erklärt und sagt, ich möchte das in Zukunft in den Fällen meistens nicht mehr machen. Und der letzte Punkt ist zum Beispiel Drogen, Alkohol oder irgendwelche bewusstseinsverändernden Geschichten nicht mehr zu nehmen. Und das macht man erst, wenn man selber davon überzeugt ist, das nicht mehr zu machen zu wollen. Wir hatten die Frage vom Andreas, glaube ich, ja, vom Andreas, aber vor 3 Tagen oder so, in Bezug auf Genussmittel Alkohol. Ja. Und das ist so, dass man eben selber dazu kommen sollte, das nicht mehr benutzen zu möchten. Ja. Und das kann ein sehr langer Prozess sein. Ja. Also, dass man zum Beispiel weiß, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat jetzt relativ frisch noch vor weniger als einem halben Jahr quasi in ihrer Empfehlung geschrieben, dass Alkohol auch nicht in geringen Maßen gut ist. Ne? Früher gab es immer so ein Glas Wein oder ein kleines Bier, das ist schon okay, das ist gesundheitsfördernd. Also selbst das haben sie mittlerweile gestrichen. Das ist ja noch keine Absichtserklärung, aber man kriegt dann eben von dem Gesundheitsernährungsaspekt schon mal mitgeteilt, es tut dir nicht gut. Dann trinkt man trotzdem weiter. Ja, macht ja Spaß. Soll's auch. Ja. Solange es euch quasi wirklich oder ihr der Meinung seid, es tut euch gut. Also wenn ihr 5 Halbe trinkt, dann habt ihr am nächsten Morgen so einen Kopf, das wisst ihr selber, dass euch das nicht gut tut und trotzdem trinkt ihr dann am nächsten Wochenende wieder 5 Halbe. Ne? Oder 2 Glas Wein oder eine ganze Flasche. Also so, dass man wirklich selber weiß, das tut mir nicht gut. Am nächsten Morgen spätestens. Ne? Und in geringen Mengen, also ein halbes Glas Wein, ein Schluck Wein, ein halbes Glas Bier, ein Schluck Bier, schon das ist quasi jetzt gesundheitlich nicht gut. Man weiß das dann. Ja? Und erst dann, wenn man selber bereit ist, quasi aus Eigenüberzeugung wirklich dann zu sagen, es tut mir nicht gut, ich habe das an mir erfahren, ich möchte das in Zukunft weglassen. Dann kann man zumindest den fünften Punkt, ne, von den 5 Absichten erklären und kann sagen, möchte das wirklich für mich nicht mehr. Nicht, weil mir das jemand anders sagt, sondern ich habe an mir festgestellt, das tut mir nicht gut und ich erkläre jetzt öffentlich, in Zukunft werde ich keine die Wahrnehmung eintrübenden Sachen zu mir nehmen. Also das darf man nicht falsch verstehen. Das ist wirklich, das ist mir wichtig, dass euch klar ist, es geht nicht darum, dass jemand anders oder dieses Gebäude, Buddhismus oder Daoismus euch das verbietet. Im Gegenteil, es gibt zum Beispiel im Buddhismus eine Geschichte, wo der Buddha gesagt hat, der sowieso, der ist auch schon stromeingetretener, nachdem er gestorben ist. Und dann haben die anderen, die Dorfbewohner, haben gesagt, wie kann das denn sein?
Er hat doch getrunken. Das ist ja eine der fünf Absichten. Und da hat der Buddha gesagt, nee, der hat das schon verstanden. Der ist schon auf dem richtigen Weg gewesen. Und da muss ich immer dran denken an den trinkenden Poeten, ne, Charles Bukowski. Ne, und der hat ziemlich weise Sachen von sich gegeben. Aber er hat trotzdem getrunken. Ja. Das Problem ist nur, wie mit dem Affengeist, dann gehen wir immer da dran und denken, oh ja, wenn ich trinke, werde ich Poet, dann mache ich weise Bücher. Schwachsinn. Ja. Der war weise, trotz dessen, dass er getrunken hat. Ja, es gibt eben Lebenskonstellationen, wo man fast dazu gezwungen ist, quasi, wenn man an dessen Stelle ist, das nur so leben zu können. Also niemals jemanden anders verurteilen, das auf gar keinen Fall. Aber es ist äußerst selten. Es gibt auch Leute, die Cannabis konsumieren, darf man ja mittlerweile, die auch weises Zeug von sich geben. Aber das steht dem wahren Erkennen im Wege. Es ist alles so ein oberflächlich. Ist auch bekannt. Weil es gibt manche Drogen, die eben zu so einem Weisheitserlebnis führen. Aber dann kommt man da, also es dauert dann doppelt so lange, ohne diese Spezialitäten in Richtung Weisheit zu kommen, weil man andauernd immer wieder verfällt in diesen alten altes Wahrnehmungsmuster. Das ist nicht so hilfreich. Fünf Absichten ist nur eins von diesen Konzepten und ich habe nur eins dieser Absichten angegeben. Ich denke, das reicht für heute. Nur, dass ihr wisst, selbst das stille Sitzen beinhaltet viele dieser Konzepte. Die gehen wir so, wie ich da mal Lust zu habe, auch langsam durch. Aber schaut euch auf der zengeku.de unten, das ist der Blogabschnitt, da findet ihr den, ich weiß gar nicht, Suttas für Zengeku oder so habe ich das genannt. Da sind die Suttas verlinkt und unten die Konzepte, die ich bis jetzt für wichtig erachte und die auch in den Kommentaren als dahin zeigend angegeben sind. Also da findet ihr tiefer gehende Informationen zu meinem heutigen und zukünftigen Nicht-Einführung. Lasst uns einfach mal 5 Minuten ohne Trinken, hoffe ich, mal in Stille sitzen. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie das ist, wenn ihr jetzt was getrunken hättet, wie da die Wahrnehmung eures Geistes und eures Körpers ist. Das ist eine andere. Ja? Also zu Anfang die Augen schließen, um sich mit dem visuellen Eindrücken nicht beschäftigen zu müssen. Noch mehr Aufmerksamkeit zu haben für den Körper, wie er da atmet. Wie ist das innere Wetter, ja, die Gefühle? Die Geistaktivitäten? Könnt ihr mit dem, was da ist, für die nächsten 3 Minuten zu
zufrieden sein, in Ruhe sein. Vergeben, annehmen, das, was ihr jetzt braucht. Körper entspannen. Und den Geist auch entspannen. Merkt, das ist quasi das, was man versucht mit irgendwelchen Mittelchen und so weiter herzubringen. Das üben wir ohne das ein. Also stehen diese Mittelchen diesem Einüben im Wege eigentlich. Das wäre die Erkenntnis daraus. Atmen, zufrieden mit dem, was da ist. Dann wandert der Geist auch nicht, wenn man mit dem zufrieden ist, wie es jetzt in diesem Moment ist. Spüren, wie der Körper atmet. Und dann stellt euch die Frage ohne Antwort, also in die Richtung Gefühl, wie fühle ich mich jetzt? Und dann öffnet langsam wieder die Augen. Jetzt habe ich in der kurzen Meditationsanleitung euch quasi auch gleichzeitig noch ein bisschen gezeigt, wie das speziell auf diese bewusstseinsverändernden Geschichten zu betrachten ist, weil die Meditation zentral quasi in eine ähnliche Richtung geht, wie das, was die meisten Menschen eben wollen. Ja? Mit diesen Mitteln. Und dann ist das künstliche Erzeugen ist ja quasi dann das Dahinbringen künstlich, das nicht geht, wenn man nicht dieses Mittel nimmt, egal was. Ja. Und diese Erfahrung steht einem dann im Wege, wenn man das auf diese Art ohne irgendwelche Hilfsmittel langsam kultiviert. Aber wie gesagt, das muss man selber oder Frau, ne, Mensch
muss da zur Selbsterkenntnis kommen und dann auch selber sagen, ich möchte das in Zukunft nicht mehr, das sagt niemand anders. Und es ist auch nicht, dass irgendwer sagt, das muss so sein. Ne? Bloß ist es natürlich Quatsch, eine Absicht zu erklären, wenn ich da nie hin will. Das ist unten. Okay.